Das ist Rentner Friedrich Pestrup. Und das ist Oldenburger Laub. Und Laub ist nicht gleich Laub. Zumindest nicht in Oldenburg. Ja, dieses Grabenlaub wollte ich jetzt in den Laubkorb entsorgen, damit die Rohre, die ja jetzt hier unter den Einfahrten durchlaufen, nicht verstopfen. Aber laut der Stadt Oldenburg darf ich dieses Grabenlaub nicht in den Laubkorb werfen. Dabei ist es doch ganz einfach. Arno Traut, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs in Oldenburg, zeigt es uns. Wir haben zu betrachten Laub auf Wegen, wir haben zu betrachten Laub in Gräben und wir haben auch noch irgendwo Laub aus privaten Flächen. Genau. Und nur das Straßenlaub darf da in den Laubkorb rein. Es kommt alles von einem Baum und ich meine, Laub ist Laub. Der Herr Pestrup ist ja ganz schön aufmüpfig. Um jetzt von diesem Laub Straßenlaub zu machen, brauche ich es einfach nur auf die Straße zu legen. Um davon Grabenlaub zu machen, schmeiße ich es einfach in den Graben. Und um davon Grundstückslaub zu machen, werfe ich es einfach aufs Grundstück. Trotzdem, Grabenlaub ist nicht gleich Straßenlaub und hat im Laubkorb nichts zu suchen. Wenn man das Ganze streng betrachten will, kann man auch mit Ordnungswidrigkeitsverfahren arbeiten, aber so weit wollen wir natürlich hier nicht gehen. Na, das muss doch nicht sein. Ja, ich kann mit diesem Laub weiter nichts anfangen, als wie es wieder in den Graben zurückzuwerfen, damit das Gewässerreinigungsamt die Möglichkeit hat, dann diesen Graben zu reinigen. Na also, geht doch. Das ganze Laub wieder zurück in den Graben. Da freuen sich die Rohre. Ist doch alles ganz einfach. Das sollte privat sein. Das soll die Straße sein, so Entschuldigung, und das ist mir auch egal. Naja, aber einen kleinen Trost gibt's ja noch. Am Ende kommt das ganze Laub wieder zusammen. Im Kompostwerk. Beruhigend. Oder?